Bodo Schiffmann hat ein Problem. Er hat eine Menge Geld, nämlich über 650.000 Euro, aber dieses Geld wird ihm vielleicht kein Glück bringen. Es war gedacht für Hochwasseropfer, jetzt stellt sich aber heraus, dass an vier Stellen ein paar rechtliche Probleme bestehen. Nelly, gehst du mal kurz auf den Boden? Gut. Da haben wir zum einen die BaFin. Und mit der BaFin ist normalerweise nicht zu spaßen, auch wenn sie manchmal eine Weile wegguckt oder manche Sachverhalte nicht sofort versteht. Wenn es aber darum geht, Fremdgelder zu verwalten, Geld, und zwar in großen Mengen, was für fremde Leute treuhänderisch verwaltet wird, da ist die BaFin eigentlich nicht sehr zimperlich. Normalerweise haben Fördervereine keine Berührungspunkte mit der BaFin, weil sie so klein sind, dass sie keinen kaufmännisch eingerichteten Gewerbebetrieb erfordern. Das ist das Kriterium, dass man überhaupt ein Finanzdienstleister sein kann. In dem Moment, wo man allerdings mehr als 600.000 Euro Umsatz in kurzer Zeit einnimmt, ist man schon eher in diesem Kriterium für die Größe, insbesondere wenn die Einnahmen und die Ausgaben in einzelnen kleinen Buchungsposten verbucht und nachgewiesen werden müssten. Jetzt kommt dann hinzu, dass eine Finanztransaktion dann vorliegt, wenn die Gelder mit einem bestimmten Zweck bezahlt oder weitergeleitet werden an Herrn Schiffmann. Und da kommt dann am Schluss die Zweckbestimmung zu einem Problem für Herrn Schiffmann, weil er eben so ganz konkret angegeben hat, dass diese Zahlungen für Hochwasseropfer sind, ergibt sich daraus wohl eine Treueverpflichtung. Kann man so sehen? Kann man sicherlich auch anders versuchen zu argumentieren, aber die BaFin wird sich das mit Sicherheit näher anschauen. Ja, dann haben wir das Problem mit der Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsnahme. Im Telegram-Kanal sagte Herr Schiffmann, dass er das Geld unter Bedingungen weitergeben will an Gemeinden und an Bürgermeister, unter anderem der Bedingung, dass Querdenker oder Ungeimpfte nicht diskriminiert werden sollen, gleich behandelt werden sollen. Und wenn er das wörtlich meint, wenn er zum Beispiel verlangt, dass ungeimpfte Personen den gleichen Zugang zu Infrastruktureinrichtungen haben sollen wie geimpfte Personen, dann kann das durchaus zu einem Problem werden, weil es sich dann um eine Amtshandlung handelt, die er von einem Bürgermeister verlangt gegen Bezahlung. Und das nennt man Bestechung oder Vorteilsnahme in Abhängigkeit davon, ob die Leistung, die verlangt wird, rechtmäßig ist oder nicht. Der Bürgermeister von Schuld hat aus diesem oder aus anderen Gründen die Entgegennahme von Zahlungen schon abgelehnt. Angeblich soll es jetzt zwei Gemeinden geben, die bereit wären, das Geld entgegenzunehmen, bräuchten noch ein PayPal-Konto und würden sich vielleicht auch nochmal näher anschauen, unter welchen Bedingungen das Geld jetzt tatsächlich zugehen soll. Ja, das war das zweite Problem. Was ist dann noch? Wir haben dann als drittes Problem PayPal direkt im Zusammenhang dazu. Gelder, die für Bestechungen verwendet werden sollen, verstoßen gegen Nutzungsbedingungen und dann müsste eigentlich PayPal den Moneypool auflösen, das Geld einbehalten, am besten wieder an die ursprünglichen Spender zurückbezahlen. Das ist allerdings eine Nutzungsbedingung im Verhältnis von PayPal zu den Nutzern. Das bedeutet nicht, dass PayPal dazu verpflichtet sein muss. In Betracht kommt allerdings schon, dass PayPal in Kenntnis von einem rechtswidrigen Verwendungszweck wegen Beihilfe selbst verantwortlich sein könnte. Genauer gesagt, die handelnden Personen bei PayPal, Geschäftsführer und Organe. Und dann haben wir schließlich das Problem der Zweckentfremdung. Betrug bei Spenden liegt dann vor, wenn ich über die vorgesehene Zweckverwendung der Mittel täusche. Und da kann man drüber streiten, zu welchem Zeitpunkt muss diese Täuschung gegeben sein, reicht es aus, wenn ich später einfach nur meine Pläne ändere, bin ich aus dem Schneider, wenn ich ursprünglich redliche Pläne hatte, aber später dann an Grenzen gestoßen bin. Jedenfalls ist das Problem, dass Schiffmann gesagt hat, 100% der Mittel gehen an Hochwasseropfer. Sollte sich später ergeben, dass ein Teil des Geldes versickert oder rumliegt oder gar nicht ankommt, dann hat er den ausgeschriebenen Zweck verfehlt und nach der gängigen Rechtsprechung, die nicht unumstritten ist, liegt dann eine Vermögensgefährdung, Vermögensschädigung vor, die auf einer Täuschung basierte, kurzum ein Betrug 263 StGB. Das sind also vier durchaus gewichtige rechtliche Probleme, die da auf Herrn Schiffmann zukommen können. Empfehlung meinerseits wäre, das Geld einfach zurückzuzahlen an diejenigen, die es einbezahlt haben. Selbst die Lösung, es an eine Hilfsorganisation zu bezahlen, kann Probleme machen, wenn sich ergibt, dass auf diese Weise eben nicht 100% bei den Flutopfern ankommen.
Zumindest würde er aber das BaFin-Problem wohl lösen, wenn er auf diese Weise keinen eingerichteten kaufmännischen Gewerbebetrieb mehr erfordern würde. Also keinen kaufmännisch eingerichteten Betrieb. So muss es sein. Insofern meine Empfehlung, Herr Schiffmann, ich habe kein Interesse daran, dass Sie sich strafbar machen. Versuchen Sie, das Geld am besten an diejenigen zurückzubezahlen, die es eingezahlt haben, und die könnten es dann direkt an eine Hilfsorganisation spenden oder tatsächlich an eine bereits organisierte Aktion vor Ort, wo das Geld dann tatsächlich ankommt.